Ich darf das erste Buch hochhalten und vorstellen. Wir haben unser erstes nominiertes Sachbuch von Ewald Frie, Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben, erschienen im CH Beck Verlag und nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis. Da ist der Sticker schon dran. Dieses Jahr lasse ich nichts fallen, aber wir gucken, der Abend ist lang. Ewald Frie, der Autor dieses Buches, ist Historiker. Er wurde als das neunte von elf Kindern einer katholischen Bauernfamilie im Münsterland geboren. Die stolze bäuerliche Landwirtschaft mit Viehmärkten, Selbstversorgung und harter Knochenarbeit ist im Laufe der 60er Jahre verschwunden. Am Beispiel seiner Familie erzählt Frie von der großen Zäsur. In vielsagenden Szenen und Beispielen zeigt sich, wie die Welt der Eltern unterging, die Geschwister anderen Lebensentwürfen folgten und der allgemeine gesellschaftliche Wandel das Land erfasste. Die Jury sagt, dass Frie auf einfache Fragen nicht immer einfache Antworten gibt, zählt zu den Stärken dieses unterhaltsamen wie erkenntnisreichen Buches. Uns vorstellen wird dieses Buch Sarah Angelmar aus Wachenheim. Sie ist selbstständig, sie arbeitet als freie Rednerin auf Hochzeiten, hat eine große Leidenschaft für Reden und Schreiben und freut sich, denn sie hat diese Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie leitet verschiedene Schreibwerkstätten an einer Grundschule und fördert das kreative Schreiben von Kindern. Sie hat einen eigenen Instagram-Kanal, schauen Sie da gerne einmal rein, @sari_schreibt, und dort teilt sie ihre Texte, Kurzgeschichten, Lyrik, Prosa. Alles ist dabei. Wir gucken mal, was sie uns heute mitgebracht hat zu Ewald Fries, Ein Hof und elf Geschwister. Bitte klatschen Sie sie ganz herzlich auf diese Bühne. Hier kommt für Sie Sarah Angelmar. Ich hätte auch, okay. Hallo. Hört man mich in der letzten Reihe? Sehr gut. Kann ich? Okay. Um euch das Buch heute näher zu bringen, werde ich mit euch ein bisschen in die Vergangenheit springen und ich durfte durch diese Zeilen hüpfen und werde für die nächsten Minuten in die Rolle des Erzählers schlüpfen. Das bedeutet jetzt für euch, ihr müsst euch mich einfach als 60-jährigen Geschichtsprofessor vorstellen. Wem das schwerfällt, darf auch gerne dabei die Augen schließen. Ich bin der neunte von elf Kindern einer Bauernfamilie aus dem Münsterland. Für viele ist das Leben damals nicht greifbar und gar unbekannt. Wir Geschwister sind zwischen 1944 und 1969 geboren, aufgewachsen in Nottuln auf dem Hofe Frie. Und während ich das Buch hier schrieb, fragten wir uns ganz oft, wie war das damals? Ja, wie? Natürlich weiß ich so viel mehr, als ein Fremder jemals wissen kann, denn ich bin voreingenommen und involviert. Aber fangen wir einfach von vorne an. Die Geschichte beginnt mit einem Bild unserer Großfamilie, Schwarz-Weiß-Foto, leicht graumeliert, Vater, Mutter und Kinder, davon viele. Wir wirken nicht wirklich glücklich. Traurig auch nicht, eher angestrengt. Vor allem aber pflichtbewusst, ein Lächeln fürs Foto aufgezwängt. Im Laufe der Jahre wurden die Bilder farbig, die Welt wurde bunter, Zeiten veränderten sich und vor allem aber änderte die Zeit die Familie und am allermeisten meine Geschwister und mich. Kühe, Pferde, Schweine, Rinder lebten mit uns auf dem Hof, grasten auf Weiden. Sehr früh schon war uns Kindern klar, hier wollen wir nicht für immer bleiben. Mein Vater, ein Landwirt mit Leib und Seele, angesehen bei den Bauern auf dem Land. Die Arbeit war sein ganzes Leben, die Welt außenrum war ihm unbekannt. Er arbeitete stets gewissenhaft, ausdauernd hart und unausweichlich und Ungeschickt und Langsamkeit waren ihm stets unbegreiflich. Meine älteren Geschwister erinnern sich gut an die Nähe und die Zuneigung, doch als ich dann die Jüngeren fragte, ihnen war er kalt in Erinnerung. Veränderungen scheute er, sowie auch Neuinvestitionen, doch schon bald stand der technische Wandel bevor und konnte auch ihn am Ende nicht verschonen.
49 und 60, zwischen diesen 11 Jahren, verschwand auf den Höfen die Hälfte der Pferde. Die Zahl der Traktoren verzehnfachte sich und Maschinen zogen über Hof und Erde. Aufgaben waren immer klar verteilt. Es gab schließlich immer was zu tun. Männer kümmerten sich um Vieh und Maschinen. Ein Fremdwort war, sich auszuruhen. Der Haushalt war Aufgabe der Frau. Erziehung, Garten, Küche, ganz genau. Hühner füttern, Kühe melken, Stricken, Waschen, kümmern. Es gab keine anderen Welten. Wir waren unter uns. Für viele Jahre, für Bauernschaften damals normal, gar keine Frage. Soziale Kontakte gab es in den 60ern selten. Denn zwischen uns und dem Dorf, da lagen Welten. Wir erinnern uns, Arbeit war damals auch unser Leben, denn außer uns und der Zeit auf dem Hof gab es für uns Kinder kaum was zu sehen. Die einzige Alternative zu dieser Zeit, zur anstrengenden Hof- und Hausarbeit, war die Schule und mit ihr die Hausaufgaben. Sonst gab es immer nur Arbeit an allen Tagen. Diese überdurchschnittliche Belastung von Kindern wurde vielstimmig vom Jugendschutz beklagt. Doch Arbeit war auch ein Zeichen der Familienzugehörigkeit. Das antworteten meine Geschwister, wenn man sie danach fragt. Jungs sind 1.000 Taler mehr wert, hat mein Vater mal gesagt, nachdem meine Schwester Mechthild ihn auf die ungleiche Behandlung ansprach. In der Erntezeit halfen auch die Frauen mit auf dem Feld, denn nur die Familien mit viel Geld konnten ihre Frauen zu Hause lassen und sie von körperlicher Arbeit dann entlasten. Sonntags. In der Kirche dann konnte man es sehen, jede Frau, jeder Mann. Die Reichen hat man an Blässe und an dem geraden Gang erkannt. Die Armen waren krumm und braun gebrannt. Die Bauernfamilie als eigene Welt drohte in den 60er Jahren zu verschwinden, denn die Töchter begannen sich neu zu orientieren, neue Wege zu gehen, um sich selber zu finden. Die Flucht der Töchter aus den Familienbetrieben, so nannte es die zeitgenössische Agrarsoziologie. Denn damals sank die Zahl der Mädchen, die Bauern heiraten wollten, auf 10%. Niedrig wie zuvor noch nie. Viele Mütter hörte man mit nachdenklichen Stimmen. Das fiel meinen Schwestern schnell wieder ein. Hoffentlich werden sie sich bald wieder besinnen. Sie laufen weg vor der Bestimmung, Frau und Mutter zu sein. Ich konnte früh lesen und Theater spielen. Das waren nur ein paar Talente von so vielen. Mein Vater fand das zwar schön und gut, die Tätigkeit an sich aber nutzlos. Er fragt sich oft, was man denn damit bloß tut. Ich erinnere mich an seine Worte, die sagte er zu mir nach dem Abitur. Am besten heiratest du reich, mein Junge. Was willst du tun? Ja, was denn nur? Mein Bruder Kaspar, er besuchte ein Internat und dort bekam er in der Tat eine Überdosis Katholizismus mit. Danach entschied er sich gegen die Kirche, mit jedem Schritt. Später brachte er eine Freundin mit heim, ein hübsches, aber evangelisches junges Fräulein. Das führte durchaus zu sehr hitzigen Diskussionen. Dabei wollte man ihn ja nur vor Schlimmerem verschonen. Im Dorf hatten wir eigentlich keine Freunde. Allgemein sahen wir außer uns selten andere Leute. Was hätte ich wohl denn mit denen gemacht? So hat es mein Bruder Wilhelm auf den Punkt gebracht. Mein Bruder erinnert sich gut daran, als mein Vater sagte, dass er keine Fußballschuhe kaufen kann, aber für ein Pferd. Dafür hatten wir Geld ausreichend da. Denn Reiten gehört zu Bauernsöhnen. Fußball nicht. Das ist wohl klar. Meine Mutter war immer kreativ und offen. Sie hat stets zu Veränderungen angeregt. Mein Vater hat sie immer dafür bewundert, auch wenn er gesagt hat, dass er es nicht versteht. Sie war eine Botschafterin für viele Kinder und Frauen. Mein Vater verlor den Zugang zu seiner Lebenswelt. Ihm fehlte stets das Weltvertrauen. Am 1.7. war ein trauriger Tag, 94, da meine Mutter bei einem Verkehrsunfall starb. Sie musste mit nur 72 schon gehen. Wie gerne hätten wir sie verabschiedet und alt werden sehen. Hier geht es um Wandel, um Veränderungen, um Dankbarkeit, sowie auch um Verständnis und Akzeptanz. Denn auch du kannst so viele Welten sehen, auch wenn du sie nicht immer kannst, alle verstehen. Wir alle tragen Spuren der Geschichten in neue Welten. Wir alle reisen in neue Zukünfte, aber die Vergangenheit wird uns immer begleiten. Dankeschön. Sarah Angelmar hat gedichtet über das erste nominierte Sachbuch hier bei uns in der Reihenfolge, Ein Hof und 11 Geschwister von Ewald Fried.